Durch eine Messung und durch die Berichte bekommt jeder Mitarbeiter die Möglichkeit, genau zu sehen, wo sein Gesundheitsstatus aktuell ist und was er ganz konkret machen kann, damit er Schritt für Schritt Aktivitäten und Maßnahmen für sich persönlich A bewerten und dann auch umsetzen kann, die eine positive Auswirkung auf seine Gesundheit haben. Um ein typisches Beispiel zu nehmen, wenn es darum geht, dass ich meinen Stress reduziere, kann ich durch eine Messung sehen, wie gut zum Beispiel eine Methode zur Stressreduktion bei mir wirkt oder nicht wirkt, um dann Entscheidungen zu treffen, genau die zu nehmen, die für ihn wichtig ist. In einem zweiten Thema sehen wir im Vorfeld natürlich auch und auch der Mitarbeiter, an welcher Situation oder was ihn denn konkret stresst und ob er Möglichkeiten finden kann, genau aus diesen Situationen auch wieder rauszugehen oder sie durch ein anderes Verhalten besser verarbeiten zu können. In der Folge passieren zwei Dinge. Erstens ein bewussterer Umgang mit seiner Gesundheit und dann, und ich glaube, das ist für das Unternehmen extrem wichtig, steigt seine persönliche Leistungsfähigkeit und seine Motivation für das Unternehmen zu arbeiten, für das Unternehmen automatisch, ohne dass noch über diese Messung und ein Coaching hinaus Maßnahmen ergriffen werden müssen, sinken die Kosten für Gesundheit. Es sinken die Kranktage und es sinken die Kosten für die Maßnahmen, die ein Unternehmen seinen Mitarbeitern angedeihen lässt. Denn wir drehen es plötzlich um. Nicht mehr Gießkanne von Maßnahmen im Gesundheitsmanagement, sondern ganz fokussiert bekommt das Unternehmen anonymisiert Möglichkeiten, das genau anzubieten, was genau im Fokus für die Mitarbeiter steht, um seine Gesundheit, sein Leistungsvermögen zu verbessern. Wenn dieses Thema nicht nur in einem Unternehmen gilt, dann ist ja auch die Frage, wie kann das vielleicht die Kosten für ein gesamtes Land senken im Bereich des Gesundheitssektors. Wir haben ja den Ansatz, dass viele Krankenkassen sagen, wir sind Gesundheitskassen. Und was tun sie? In aller Regel nicht Gesundheit diagnostizieren, sondern Krankheit. Wir von Autonom Health können mit unserer Methode erstmalig Gesundheit nicht nur messbar, sondern auswertbar machen. Mit unseren Berichten sowohl einem Arzt, medizinisch fundiert, als auch dem Klienten, dem Patienten Informationen an die Hand geben, genau wie die Mitarbeiter im Unternehmen, was er für sich tun kann. Und nicht nur, dass wir einen Status und einen Bericht haben, sondern wir bilden Gesundheit, indem wir Informationen geben, die wissenschaftlich fundiert aufbereitet sind, dass ein Mitarbeiter für sich sagen kann, oder dass nicht ein Mitarbeiter, sondern ein Klient oder ein Versicherter für sich sagen kann, dass zum Beispiel Krankenkassen dann genau sagen können, wir investieren jetzt nicht mehr in die Krankheit, sondern in die Messung von Gesundheit. Und das ist ein ganz neuer Ansatzpunkt, im Gesundheitswesen Kosten zu sparen oder auch für ein ganzes Land aus einer Kostenfalle Krankheit rauszukommen und in die Option der Gesundheit zu kommen. Ja, der Einsatz für mittelständische Unternehmen oder unser Produkt im mittelständischen Unternehmen hat einen ganz klaren Vorteil. Ein mittelständisches Unternehmen hat in aller Regel wenig Ressourcen und wenig Zeit, zusätzlich noch ein riesen Gesundheitsmanagement aufzubauen. Und wenn man jetzt Betroffene zu Beteiligten macht, indem man sagt, hier hast du eine Messung, die kannst du selber durchführen, du kannst dir selber deine Berichte anschauen und selber für dich die Maßnahmen entscheiden, die für dich und deine Gesundheit und deine Leistung gut sind, dann haben wir eine große, ich sag mal, Vereinfachung für das Unternehmen. Der Kostenapparat bleibt überschaubar und die Maßnahmen, die dann ein Unternehmen per se geplant hätte, reduzieren sich wieder auf das, was genau für den Mitarbeiter in seiner Situation hilfreich ist. Insofern haben wir organisatorisch Vorteile, wir haben zusätzlich für die Mitarbeiter motivierend Technologien und moderne Methoden im Einsatz, die, ich sage es mal einfach so, auch etwas sexy sind und darum dazu anregen, sie auch umzusetzen. Und wenn dann ein Mitarbeiter tatsächlich sieht, Mensch, das Unternehmen will nicht nur etwas von mir, sondern es gibt mir etwas, denn Gesundheit, Informationen zu meiner Gesundheit und was ich dafür tun kann, einfach und pragmatisch, wenn mir das Unternehmen etwas gibt, dann wird der Mitarbeiter auch mitmachen und sich viel stärker an das Unternehmen binden. Und das Thema Arbeitgeber-Image wird dadurch automatisch auch noch mit, im wahrsten Sinne des Wortes, befeuert.